Nee, meine Hände sind zu klein dafür. Und das ist super peinlich, aber die sind wirklich zu klein dafür. Ich kann das nicht. Deswegen mache ich immer noch die gute alte Variante. Und wenn das nicht geht, nehme ich einen Lappen. Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Empfehlungsfuchs. Und zwar ist es 9 Dinge, die fast jeder immer falsch macht. Ich habe natürlich Empfehlungsfuchs schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und gebe dem Video noch einen Daumen nach oben. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn auch ihr diesen Kanal abonnieren würdet und diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und sonst würde ich sagen, laber ich nicht so viel. Wir kommen direkt zum Video. Let's go! In diesem Video zeige ich dir 9 Dinge, die fast jeder immer falsch macht. Besonders Nummer 3 und 7 haben mich stark überrascht. Starten wir direkt mit Nummer 1. Okay. Denn was machst du zum Beispiel, wenn du ein Cuttermesser hast und die Klinge nicht mehr richtig stumpf ist? Digi, ich habe das ja schon dreimal in Videos gesehen. Ich weiß ganz genau. Doch wie genau machst du es eigentlich? Nimmst du das Cuttermesser dann, drückst es auf den Boden oder irgendwo an die Wand, damit die Klinge hier abbricht an der Sollbruch? Crazy, an eine Wand, damit die Wand kaputt geht oder was? Denn genau das ist tatsächlich der falsche Weg. Es gibt eine bereits eingebaute Methode, mit der das viel besser funktioniert. Und zwar das hintere Teil eines Cuttermessers. Denn dieses kannst du bei so gut wie allen Cuttermessern immer abziehen. Und wenn du dir das Ganze dann genauer anschaust, dann siehst du, dass wir hier an dieser Seite einen Schlitz haben. Und dieser Schlitz ist eben genau dafür gedacht, damit wir jetzt über die Klinge gehen. Denn hier passt genau ein Teil der Klinge immer herein. Jetzt kannst du dieses Teil dann zur Seite wegdrücken und so brichst du die Klinge perfekt ab. Ja, zudem fliegt die Klinge dann nicht in der Gegend herum, sondern du hast sie hier in der Kappe stecken und kannst sie so auch einfach und sicher entsorgen. Bei der zweiten Sache geht es um solche Konservengurken-Ding. Oh, ich weiß, was die meinen. Immer wirklich das funktioniert bei mir nicht. Durch das Vakuum ist ich kann das nicht. Das könnt ihr das? Öffnen tatsächlich ziemlich schwer. Und nicht jeder bekommt eine solche Dose direkt geöffnet. Doch anstatt hier einfach mit voller Kraft zu versuchen, das Ganze aufzudrehen, gibt es eine viel einfachere Methode. Und dafür brauchst du nur deine Hände. Platziere sie so, wie du es bei mir sehen kannst, am Rand und drücke die Handflächen jetzt ordentlich zusammen. Dadurch wirst du dann ein leichtes Klacken wahrnehmen. Die Luft ist jetzt in das Glas geströmt. Nee, meine Hände sind zu klein dafür. Und das ist super peinlich, aber die sind wirklich zu klein dafür. Ich kann das nicht. Deswegen mache ich immer noch die gute alte Variante. Und wenn das nicht geht, nehme ich einen Lappen. Das Vakuum ist jetzt nicht mehr vorhanden und du kannst das Glas wirklich schnell und vor allen Dingen sehr leicht öffnen. Wie du bei mir hier sehen kannst, kann ich den Deckel jetzt schon eindrücken und somit das Glas auch wirklich schnell und einfach öffnen. Gut für dich, ich kann das nicht. Eine weitere Sache, die viele Menschen falsch benutzen, ist ein solcher Sparschäler. Sicherlich hast du auch einen solchen zu Hause, um Gemüse oder auch Kartoffeln zu schälen. Doch wusstest du, dass es eine viel einfachere Methode gibt? Ja, also nach die meisten oben benutzen ihn wahrscheinlich so, dass sie von oben nach unten ziehen, dann wieder absetzen und wieder von oben nach unten ziehen. Ja. Doch wenn du dir den Schäler mal aus der Nähe anguckst, wirst du vielleicht feststellen, dass hier an beiden Seiten eine Klinge dran ist. Das ist natürlich nicht bei allen Schälern so, aber bei den... Bis jetzt gab es irgendwie nichts quasi Neues. Ich habe das alles, glaube ich, schon irgendwo gesehen. Den meisten. Schau dir deinen daher einmal ganz genau an. Denn wenn dies der Fall ist, dann kannst du schälen, indem du von oben nach unten gehst und auf der Kartoffel drauf bleibst. Wie du hier sehen kannst, kann ich so rum schälen, aber auch so rum. Mit ein wenig Übung bekommst du es wirklich schnell hin und kannst dann Kartoffeln oder... Boah, ich schäle mein Gemüse immer mit Messer und Hand einfach so. Und ich schneide auch Gemüse immer, wie meine Oma das gemacht hat. Sie hat immer so eine Gurke genommen, in der Hand gehalten und hat das so geschnitten, mit einem Messer halt. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie benutze ich keine Schäler. Gemüse in deutlich kürzerer Zeit schälen. Selbst Briefe öffnen die meisten Menschen falsch, denn es gibt eine einfache Methode... Das triggert Methode, mich die, immer. Die ich mache halt immer so einen Stift oder sowas unter diese kleine Öffnung, die da ist. Und dann ziehe ich einfach so und dann geht das easy auf. Da muss man das nicht so machen. Jetzt gerade siehst. Meistens kriegst du nämlich nur das erste Teil des Briefes geöffnet und dann musst du mit dem Finger hier so durchgehen und alles wird überall aufgerissen und sieht am Ende auch nicht wirklich schön aus. Zudem geht die Methode, die ich dir jetzt zeige, auch noch viel einfacher und schneller. Du schnappst dir hierfür auch wieder deinen Brief und beginnst so wie sonst auch. Dann reißt du direkt nach dem ersten Teil hier einen solchen kleinen Riss hinein. Doch jetzt gehst du nicht mit dem Daumen weiter durch, sondern ziehst das Ganze einfach seitlich auf. Jetzt hast du den Brief hier einmal von der Seite geöffnet und kannst den Inhalt so wirklich leicht herausnehmen und wieder hereinstecken. Das geht sondern sieht auch noch etwas besser aus. Finde ich nicht. Bei der nächsten Sache geht es um Kerzen. Denn wie viele andere Menschen machst auch du deine Kerzen sicherlich immer falsch aus. Denn die meisten pusten, damit das Feuer erlischt. Doch was dann passiert, ist genau das, was du hier jetzt auch sehen kannst. Das Feuer geht zwar aus, allerdings kommt es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Und die hält meistens sogar noch einige Zeit an, bis die Glut am Docht komplett erloschen ist. Doch es gibt hier eine viel einfachere und auch schnellere Methode, wie du die Kerzen ausmachen kannst.
Alles, was du dafür brauchst, ist ein kleiner spitzer Gegenstand. Ich habe jetzt hier einen solchen Holzspieß genommen. Du kannst aber auch irgendetwas aus Metall nehmen. Denn mit diesem solltest du jetzt an deinen Docht gehen und diesen dann leicht zur Seite drücken und im Kerzenwachs ertränken. Das hat direkt mehrere Vorteile. Denn wie du sehen kannst, kommt es hier zu absolut keiner Rauchbildung. Das heißt, dieses Problem... Und dann gibt es einfach die Chuck Norrises unter uns, die so auf die Finger spucken und dann das so erlischen. Wisst ihr, was ich meine? Hast du dadurch schon mal nicht mehr. Und der zweite Vorteil ist, dass der Docht jetzt vom Kerzenwachs ummantelt ist. Das heißt, wenn du die Kerzen das nächste Mal anzündest, dann geht es auch viel einfacher und schneller. Deshalb solltest du im besten Fall deine Kerzen immer auf diese Weise ausmachen. Dafür müsste ich immer so einen Stab mitnehmen. Das ist mir viel zu aufwendig. Ich bin zu faul. Sogar Müllbeutel benutzen viele Menschen immer falsch. Was mache ich da? Wenn du einen neuen Müllbeutel in deinen Mülleimer stecken willst, dann reißt du bestimmt einen Beutel von der Rolle ab und beginnst das Ganze jetzt so. Du machst ihn erstmal auf, schüttelst ihn gut auseinander, damit er schon mal komplett geöffnet ist. Dann drückst du jetzt das untere Teil hier in deinen Mülleimer. Und wenn du das erledigt hast, dann stülpst du jetzt die Ränder hier über den Rand der Mülltonne. Doch, das ist tatsächlich falsch, denn wenn du mal genauer auf den Müllbeutel achtest, dann wirst du feststellen, dass der Rand jetzt hier genau falsch herum ist. Denn die Müllbeutel sind auf der Rolle immer andersrum platziert. Hä? Denn tatsächlich haben die Müllbeutelhersteller sich dabei etwas gedacht. Es gibt nämlich eine Methode, mit der das viel einfacher geht. Dafür reißt du dir auch wieder deinen Müllbeutel ab. Doch stülpst ihn jetzt, so wie du hier sehen kannst, falsch herum erst einmal oben über den Rand. Dann hast du ihn hier nämlich schon perfekt am Rand platziert und musst jetzt nur noch das mittlere Teil in den Mülleimer drücken. Und schon hast du deinen Müllbeutel hier perfekt im Mülleimer platziert. Boah, danke, das und das Ganze geht mit ein wenig Übung sogar deutlich schneller als die andere Variante, die du so bisher gemacht. Wahrscheinlich immer benutzt hast. Das sieht auch ordentlich aus. Wenn du regelmäßig Post-its benutzt, dann wirst du jetzt wahrscheinlich überrascht sein, dass es auch hier eine falsche Methode gibt, mit der du diese abziehen kannst. Und tatsächlich benutzen fast alle Menschen diese falsche Methode. Denn das Problem daran kennst du sicherlich auch. Das kann man auch falsch machen. Du machst ein Post-it ab, so wie ich hier. Und danach kannst du dann sehen, dass er aber schon sehr stark gewellt ist. Das kommt, weil wir ihn auf diese Art und Weise abziehen. Du kannst jetzt hier sehen, dass das Ganze sich nach oben so wegwellt. Und dadurch hält der Post-it natürlich auch nicht so gut. Denn dadurch, dass er jetzt hier schon an der Klebeseite so verformt ist, passiert es eben, dass wenn du ihn irgendwo hinklebst, er langsam immer weiter nach oben wandert und irgendwann dann abfällt. Denn es gibt eigentlich eine ganz einfachere und andere Variante, diesen abzuziehen, damit genau das eben nicht passiert. Dafür solltest du den kleinen Klebezettel nicht von unten nach oben abziehen, sondern so wie du hier sehen kannst, seitlich. Ja, das macht Sinn, Aber ich benutze eh keine Post-its, weil ich bin chaotisch von Natur aus, deswegen... Dann hast du dieses Problem absolut nicht. Wie du sehen kannst, ist er jetzt kaum gewellt, beziehungsweise nicht von unten nach oben, sondern mehr in die Mitte. Und wenn wir ihn jetzt hier mit rankleben, dann kannst du auch den deutlichen Unterschied sehen. Denn dieser Post-it hängt jetzt deutlich mehr gerade nach unten, während der andere, den wir auf die andere Art und Weise abgezogen haben, mehr nach oben zeigt. Okay. Und so wird er in Zukunft deutlich besser halten. Komm mal weiter. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, aber selbst ein Nudelsieb kann man falsch benutzen. Beziehungsweise es gibt einfach eine Variante, das kenne ich auch. Das nutze ich jetzt auch schon einfacher die ganze Zeit. Funktioniert. Denn meistens wirst du es mit Sicherheit so machen, wie ich es dir jetzt zeige. Du hast dir Nudeln oder Reis gekocht und stellst jetzt das Sieb in die Spüle und kippst dann diese eben direkt in das Sieb hinein. Boah, dadurch kann das Wasser so dann geil. Abfließen. Du ich liebe auch diese Art von Nudeln. Und dann wirst du die Nudeln wahrscheinlich wieder zurück in den Topf kippen. Doch anstatt es so zu machen, solltest du es mal andersherum probieren. Ich habe mich das bei meiner Mom auch immer gefragt, wieso sie das so macht und nicht so, wie er das gleich zeigen das wird. Das ist wirklich einfacher und geht zudem auch noch deutlich schneller. Seit ich ein Kind bin, dachte ich mir, das macht doch gar keinen Sinn. Denn dafür stellst du den Topf in deine Spüle, drückst das Sieb jetzt von oben herein und kippst dann das Wasser einfach weg. Ja, eben. So kann das Wasser hier durch die Löcher entweichen und die Nudeln bleiben in deinem Topf. Und zu guter Letzt solltest du dieses Teil von Ölflaschen in Zukunft nie mehr wegwerfen. Denn auch dieses kannst du für einen kleinen genialen Trick benutzen. Wenn du eine solche Ölflasche hast, die einen solchen Deckel hat und darunter noch diesen Verschluss, dann kannst du ihn jetzt herausziehen. Doch anstatt ihn in den Müll zu werfen, solltest du Folgendes damit machen. Mach ich auch nicht. Drücke den Henkel, an dem du ihn herausgezogen hast, etwas zusammen. Keine Sorge, ihr seid nicht allein. Diesen Henkel zuerst in die Ölflasche. Du drehst das Ganze im Prinzip einfach nur um. Der Henkel wird oben in das Loch gedrückt und das andere kommt dann langsam hinterher. Am Ende sollte es dann so aussehen. Denn der Vorteil ist, jetzt hast du eine deutlich kleinere Öffnung. Ich glaube nicht, dass das so geplant war von den Machern. Das heißt, wenn du jetzt etwas von dem Öl benutzen möchtest und in deine Pfanne kippst, dann kannst du es so viel einfacher dosieren. Möchtest du jetzt außerdem noch 8 Tricks kennen, mit denen deine... Fand ich echt cool. Bis zum nächsten Mal.